Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins und ja, ich habe mal das ein oder andere Fragezeichen hier gemacht und bin wieder zurück. Und jetzt mit meiner lieben Aya und Kleopatra. So, nennen wir es mal zu verreisen. Eine Vorwarnung, Bayek. Es gibt kein Zurück, sobald wir an Bord des Schiffes sind. Und es endet mit der Königin auf dem Thron oder unseren Köpfen auf einer Lanze. Ich verstehe. Das sind doch gute Aussichten. Also, klar, komm. Auf geht's. Mittelmeerküste 48 vor unserer Zeitrechnung. Ich habe nicht oft eine Göttin als Fracht. Bitte verzeiht, es gibt weder König noch Königin auf dem Schiff. Nur Götter und Göttinnen. Ihr passt gut hierher. Alles Fremde und Schreckliche ist willkommen. Meine Quartiere sind nicht so komfortabel wie euer Palast. Komfort? Wir verachten ihn. Mach Mund wieder zu. Mein treuer Schildträger, bist du krank? Nur voll Ehrfurcht vor der Göttin. Wir müssen uns würdig erweisen. Ich kann nicht glauben, dass sie auf unserem Schiff ist. Ah, lass dich von ihrem Auftreten nicht täuschen. Sie braucht uns mehr als wir sie. Ah ja, sie ist die wahre Göttin. Ja, aber in festen Händen. Dort, siehst du das? Zeigst du bald schon den besten Ort, um Liebe zu machen? Genug, Fox. Jetzt machen wir Krieg. Brüder auf See! Heute haben wir wertvolle Fracht geladen. Königin Kleopatra, Herrin der Vollkommenheit, Königin von Biene und Binse. Mit so vielen weiteren anmaßenden Titeln, dass mir die Luft ausgeht, wenn ich sie nur denke. Wenn ihr eure Aufmerksamkeit zum Bug richtet, werdet ihr bemerken, dass dort ein paar Freunde auf uns zukommen. Abgesandte unseres kleinen Pharaos. Wie nett von ihnen, uns zu besuchen. Dann heißen wir sie willkommen, oder? Wärmstens mit einer flammenden Begrüßungskugel. Alala! Das erinnert mich an einen Tag vor 20 Jahren, als ich mit dem Piraten gesegelt bin. Die Sizilianer, oder? Ah, du hast davon gehört? Das stimmt. Auch damals ließ ich mich kaufen. Sie wollten Antiochia angreifen und brauchten ein paar zusätzliche Segel. Das war mein erster und einziger Ausflug in das Leben der Piraterie. Lieber bewahre ich mir einen Hauch von Angst. Nur einen Hauch. Selbst dein Hauch ist schwer zu wahren. Er spricht! Der große Wettschein! Wir sind auf See, Kapitän. Der einzig Große hier bist du. Ptolomea! Sehr gut gemacht. Wunderbar, das kann schnell. Das Seefahren liegt dir im Blut. Seefahren ist einfacher, wenn es keine anderen Schiffe gibt, die einen versenken wollen. Ruft ein Dutzend fehlende Trieren nicht die Flotte auf den Plan? Es wird etwas dauern, bis sie die Wracks finden. Vorwärts! Zwei Verspült versenkt und mein Schild riecht die Holzkohle. Der Mast ist. Bitte sei still. Wir machen weiter. Aber vorsichtig. Noch sind wir nicht in ruhigen Gewässern. Wir hören die Schlagzahl. Ja, wollen wir uns nochmal umgucken, ja? Da! Noch mehr von Ptolemaios Schiffen. Echt? Ich sehe nichts. Sie wollen uns einkeilen und gegen die Küste drängen. Ich kann es dir ansehen. Warum sollten wir kämpfen? Wir drängen uns einfach durch und fahren direkt nach Alexandria. Der Weg muss sicher sein für Kleopatra. Wir müssen das tun. Diese Naked Yadet werden Reis Pfeile spüren. Schöne ägyptische Schimpfwörter auf einem griechischen Schiff. Vielseitigkeit macht das Leben interessant. Und Blutvergießen.
Alala! Alala! Die Flotte erwartet Befehle, Arya! Unsere Katapulte feuern auf das... Irgendwie kam ich ein bisschen übermächtig vor in dieser Seeschlacht, ne? Die Luft stinkt und ich nach Männerschweiß. Was ist das? Oh oh. Halt, Foxy, das. Sieh dort, auf dem Wasser. Oh oh. Wie nennt man das? Griechisches? Zwei Schiffe versenkt! Ich hab Ptolemaios. Aber er hat eine schöne Marine. Ich bin kein Feldherr mit drei gefüllten römischen Schatzkammern. Das waren meine Männer! Ganz ruhig, Foxy, das. Wir sind noch nicht am Ende. Unsere Katapulte erledigen das. Sie werden bezahlt. Und teuer bei Zeus Eiern. Ich will den Ozean mit ihrem Blut tränken. Damastes, gib den Befehl, erhöht die Schlagzahl! Ja, mein Kapitän! Alala! Sie schicken eine Orkere, eine schwimmende Stadt. Verdammt, wollen die Götter meine Flotte versenken? Verfluchter Verzeihung, ersticken sollst du an diesem alten Fisch. Kopf hoch, alter Mann, beleidige die Götter nicht ohne Grund. Zornige Götter wären mir jetzt lieber als sanftmütige. Öffnet den Himmel und lasst irgendeine Scheiße auf uns regnen. Ein Biest muss noch erlegt werden. Wir werden angegriffen! Rudern schneller! Wir werden angegriffen! So, mal gucken, was wir hier machen. Erhöht das Tempo! Mehr Geschwindigkeit! Tempo! Achtung! Aufprall! Erhöht die Schlagzahl! Das letzte große Schiff da hinten, ne? Feuer! Im Rhythmus bleiben! Schneller! Achtung! Mehr Tempo! Bereit zu feuern! Feuer! Mehr Geschwindigkeit! Rudert schneller! Erhöht das Tempo! Volle Breitseite, bitte. Brandbomben. Erhöht die Schlagzahl! Da drauf, bitte. Feuer! Normale Fahrt! Leichte Schlagzahl! Im Rhythmus bleiben! So gefällt mir das. Weg ist sie, die große Flotte. Damals, als ich dich traf, hat mich auch die Gefahr wiederentdeckt. Bayek,
Du bist ein glücklicher Magi. Oh ja. Allerdings. Glücklich über deine grimmige Gesellschaft. Tut es dir leid, dass ich dich aus dem Ruhestand geholt habe? Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Mein Blut fließt schneller. In der Hitze des Gefechts. Dann haben wir das eigentlich. So viel Aufregung habe ich seit den frühen Tagen von Kleopatras Vater nicht mehr erlebt. Wahrscheinlich der Leuchtturm von Alexandria. Lass uns nicht voreilig feiern, alter Mann. Wir sind noch auf See mit einer Fracht im Wert von 1000 Schiffen. Ob Kleopatra unbeschadet überlebt hat? Ihre Kleider sahen teuer aus. Alle sind sicher, das war's. Angriff von Steuerbord! Also verfahren! Ptolomäus-Schwächlinge sind nicht tot. Nehmt die Schildboote und entkommt durch den Nebel. Ich erledige das hier. Das Schicksal ist ein räudiger Hund, Aya. Genießt die Ruhe, ich bleibe hier im Strahl. Flieht, ihr Narren! Ignoriert die Pfeile! Lauft, ihr Narren! Bevor wir kämpfen, ehren wir noch unsere Göttin! Ja. So entfliehen wir also mit der wertvollen Fracht namens Kleopatra durch den Nebel, während ja, die Schlacht auf See tobt. Ich bin gespannt. Na, kleine Aya. Ah, geht weiter. Immer diese Ladezeiten. Ach, guck mal, wir sind an Land sogar. Wir dürfen auf keinen Fall römisches Blut vergießen. Man kann nicht bis an die Zähne bewaffnet in den Palast spazieren. Dann legen wir die Waffen ab. Was? Aber... Bewaffnet oder nicht, sie wird erkannt werden. Dies eine Mal mag ein königlicher Auftritt unnötig sein. Echt jetzt? Wie geil, echt? Ja, also, liefere Kleopatra ab. Ganz natürlich. Also hier, wir tun, als würden wir hier ein- und ausgehen. Vergesst das nicht. Sagen wir mal ehrlich, ich hätte mir den Teppich über die Schulter geschmissen, anstatt ihn so zu tragen, aber ist okay. Die Königin wohl auf? Alles gut. Wer sind wir? Ich übernehme das Reden. Na, guck mal, das sind ein paar. Kein Zutritt ohne Eskorte oder königliches Siegel. Ich bin der Nomarch von Heliopolis. Und das sind meine Philakitai. Wir bringen Geschenke von unseren örtlichen Händlern. Okay. Lass sie passieren. Mit einer Eskorte. Folgt mir. Das heißt, wohin jetzt? Hier entlang. Unser Imperator weiß die Gastfreundschaft zu schätzen. Okay. Habt ihr den warmen Empfang genossen, für den unsere Pharaonen berühmt sind? Wir feiern erst, wenn eine Allianz besiegelt wurde. Euer Wesir und der König haben uns hier im Palast würdig untergebracht. Allerdings kann ich nicht garantieren, dass mein Imperator euch empfangen wird. Das ja, verstehen wir. Immerhin bringst du uns schon mal näher. Du bist ein guter Legionär. Wir haben Geduld. Glaubst du, wir können das mit allen aufnehmen? Natürlich. Nein. Unsere Götter sind besser. Sind wir bald da? Das ist, wisst ihr, wir haben fliegende Teppiche, wir haben sprechende Teppiche, ja, manchmal haben wir sogar fluchende Teppiche. Ich sag euch. Domi. Gäste, Legionär, rühren! Wir kommen vom großen Pharao Ptolemäus dem 13., Gesandter aus dem Osten mit Geschenken für euren Imperator. Und weiter. Eine Opfergabe? Wohin jetzt? Da hoch, oder? Soll ich euch helfen, den Teppich zu tragen? Nein, tut mir leid, das wäre ein Sakrileg. Nur die Philakitai dürfen ihn berühren. Sie wurden vom Hohepriester geweiht. Ja, 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 klar. Tretet zur Seite, Legionäre! Offizielle Gesandte des Pharao! Wie hübsch der Kerb nicht gerollt ist, oder? Wer bist du? Du siehst aus wie ein Fahrer aus dem Hippodrom. Das bin ich. Besuch doch mal ein Rennen. Der sivanische Krieger. Weiter hier entlang. Ja, ja.
Bin auch eine kleine Berühmtheit, ne? Gäste-Legionär, rühren! Wir bleiben im Palast, bis die Politik geklärt ist. Mein Palast steht euch zur Verfügung, Gaius. Oh. Früher oder später musste Pompeius sterben. Bitte? Wen haben wir denn da gefunden? Ah, da ist auch der passende Kopf wieder. Pompeius war euer Gegner, Cäsar. Zuerst war er mein Freund. Aber du hast recht. Nun lass uns über unsere Allianz sprechen. Was soll das? Verzeiht, mein Cäsar. Ein Geschenk unserer Pharaonin Kleopatra. Pharaonin? Das ist kein Geschenk. Das sind die Freunde meiner Schwester. Das ist eine Falle. Anstelle eines Gesandten schickt Kleopatra einen Teppich? Ja, mehr oder minder. Der kann auch alleine stehen, guck. Wir fragen uns, wie ihr alle in unseren Palast kamt. Wache! Tötet die Verräter! Meinst du? Mein leidiger Bruder. Er lässt den Wein zu Essig verkommen und unser Königreich zerfallen. Verehrteste. Euer Mut wird nur von eurer Schönheit übertroffen. Flavius, bitte. Wir können euch bieten, woran unser Bruder gescheitert ist. Eine Hochzeit. Eine echte Hochzeit natürlich. Verbündet ihr euch mit meiner Schwester? Lasse ich jeden Römer in Alexandria töten. Versuch's doch. Genug der großen Worte, kleiner Bruder. Raus, alle. Ich lasse euch rufen, wenn unsere Unterredung beendet ist. Ich möchte mir gern beide Seiten der Geschichte anhören. Das macht ihn sympathisch, ne? Erstmal beide Seiten anhören, bevor man die eigene Entscheidung trifft. Und nicht auf fremde Vorurteile vertrauen. Potinus und Septimius sind fort. So ein Mist. Du bekommst deine Rache schon noch. Jetzt ist Kleopatras Zeit, um offiziell Königin zu werden. Und wenn sie Königin ist, können wir von innen agieren. Das Netzwerk zerschlagen. Morgen wird unsere Königin Schmeichelei in Fortschritt verwandelt haben. Dann treffen wir uns wieder in den Gärten. Ihr habt euren Wert 10-fach bewiesen. Ihr seid wahrlich große Magi. Was auch sonst. Das heißt, aber allerdings sind wir aktuell mal zur Untätigkeit verdammt, vor allem, ne? Ja, lassen wir uns überraschen. Wie das hier wohl weitergehen wird. Ah, Zenu. Oh, der Vogel ist einfach so schön. So ein schöner Vogel. Aie, Liebes, danke für dein Kommen. Alles läuft gut mit dem großen Cäsar. Gut, meine Königin. Bald sitzt ihr auf eurem Thron. Ja, ja. Tu uns bitte einen Gefallen. Das Grab. Wir möchten dem großen Cäsar die Ehre erweisen, den Erschaffer unseres Königreichs zu sehen, Alexander den Großen. Oha. Ihr wollt euren neuen Liebhaber beeindrucken. Das Grab ist versiegelt, oder? Das ist es, doch durch eine Tat Gaias, nicht durch ein königliches Dekret. Ein Erdbeben in den frühen Tagen der Herrschaft unseres Vaters hat die Tür versperrt. Okay. Kennst du unsere Metropole so gut, dass du einen alternativen Eingang vorschlagen könntest? Durch den Untergrund. Du würdest von unten eindringen? Nun, ich würde einen Weg in die Zisternen und Kanäle darunter suchen. Und dann einen Weg finden, um den Durchgang ins Grab zu öffnen. Das würde unser Problem lösen, doch es scheint idealistisch. Das Schicksal hilft denen, die es ignorieren. Ich untersuche das Gebiet um das Grab und ergründe das. Exzellent. Viel Spaß. Viel Spaß. Okay, erreiche den Eingang zum Grab. Ah, das ist wohl hier, okay. So, jetzt kann ich wieder ein bisschen schneller laufen. Sie hat uns also schon hingebracht. Mhm. Gut, hier geht's also hinein zum Grab. Das ist eine Sackgasse, meine Herrin.
Ich sehe selber nach, nur für den Fall. Wirklich? Du beleidigst unsere Arbeit. Wir haben alles versucht. Das bezweifle ich. Zerbrochene Speere. Diese Römer haben wirklich alles versucht. Sie hatten recht. Hübsch. Dieser Weg ist wirklich versperrt. Das sehr Erdbeben hat wohl die Struktur verändert. Seltsam. Diese Wand ist nicht so stabil, wie sie aussieht. Nein. Es muss einen Weg geben. Herum. Nein, durch. Seltsam. Diese Wand ist nicht so stabil, wie sie aussieht. Es muss einen Weg geben. Herum. Ja, was haben wir denn hier Schönes, hä? Das hier ist viel enger als die Höhlen westlich von Siva. Damals waren wir auch kleiner. Gut, was sind wir hier? Aha. Hoppala. Guck mal nach. Wohin jetzt, meine Liebe? Vorgerannt. Na, wohin wohl? Guck mal hinter diese Dinger, ha? Wie wär's mit hier durch? Es muss durch diesen Abwasserkanal gehen. Niemand hatte den Mut, in Hades Flüsse zu springen. Wir schon. Nach dir, Aya. Okay. Geronimo! Oh, guck mal, hier hat sogar Schätze. Hier unten. Und ich muss gleich mal, glaube ich, hier ein bisschen rumtappen und dafür sorgen, dass hier das Plingen aufhört. Hier kann ich Luft holen, sehr schön. Was wir hier so finden. Auf jeden Fall nehmen wir den ganzen Plünderkram hier mit, ne? So, jetzt holen wir nochmal tief Luft und dann suchen wir uns einen Weg. Jetzt haben wir scheinbar alles. Hoppala, ne? Alles gefunden. Müssen wir nur noch den Weg finden. Oh, wo geht's denn da hin? Oder bin ich hier rausgekommen oder geht's da wieder? Ich bin gerade nicht sicher, ne? Ich bin echt nicht sicher gerade. Ist das hier weiter oder ist das zurück? Oh, es ist zurück. Okay, es ist zurück. Wir müssen uns nochmal umgucken. La 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 la. Also hier raus. Wie lange der mich vorschwimmen lässt, ist aber auch interessant fast schon, ha? Huh? Nochmal mal irgendwo was sehen. Interessant, hey, der Boden und alles hier, ne? Ah, da geht's weiter. Halbluft haben wir noch, also gehen wir erstmal. Ah!
Weiter Preis Plündergut. Ratten? Das war ein großes Krokodil. Möge seine Seele in Frieden ruhen. Wo war dein Krokodil? Ich hab keinen. Wurde auch Zeit, dass du auftauchst. Ja, aber echt? Ich habe dir den Rücken freigehalten. Ja, ist klar. Meinem Rücken geht's gut. Du wolltest mir nur auf den Arsch gucken. Oh. Da sind wir ja direkt im Grab. Das Grab. Unglaublich. Ich hoffe, du besorgst mir auch mal so einen Sarkophag. Was immer du willst, meine Liebe. Es heißt, sein Sarkophag sei voller Honig. Das hilft, den Kar zu erhalten. Unglaublich. Versprich mir, mich mit meiner Klinge zu begraben, damit ich mich im Gefilde der Binsen verteidigen kann. Versprochen. Diese Zeichen hier unten... Sie handeln von Siva, das Gewölbe und ein Zepter, das Alexander hält. Amun steht in einem Feld voller Bäume und eine markierte Sphäre trifft auf sein Zepter. Okay. Mann zu König, König zu Gott. Eine markierte Sphäre? Was hast du mit der Sphäre gemacht, die ich dir gab? Ich gab sie Apollodoros. Er liebt solche Dinge. Lassen wir die anderen rein. Ich sehe mich noch weiter um. Diese Gemälde an der Wand... Seine Geburt. Er war Makedonier. Ein Grieche, der zum Ägypter wurde. Wie ich. Nervt nicht, wir gucken gerade. Er hat unsere Pharaonen eingesetzt. Die Dynastie der Ptolemäer, die Ägypten ruiniert haben. Was ist das? Er gründete Alexandria und gab uns die große Bibliothek, wo Aristoteles sein Mentor war. Er tauschte Bildung gegen Blutvergießen. Fast so wie wir. Hier ist nur hübsch Licht und so. Ja, ein paar Feuerschalen anmachen müssen wir aber auch, ne? Sieht besser aus. So, ah, hier ist noch was. Mach Licht. Was haben wir hier? Hier krönt der Ptolemäus Lagos zu seinem Nachfolger. Ja. So okay. Begann die Herrschaft der Ptolemäer. Aha. Und unsere endete. Wegen ihm verschwanden die Magi. Du kannst nicht einem die Schuld an allem geben. Alle Männer sind schuld. Und alle Frauen. Er wurde als Erlöser begrüßt, als er in Memphis ankam. Er war ein Eroberer. Kann ich eigentlich hier diese Schalen auch anmachen? Ich glaube nicht, oder? Nee, die kann ich wohl nicht anmachen. Ja, dann gehen wir mal hoch. Ah, guck mal, aber das gehört noch dazu, ne? Ich meine, man... muss ja hier so ein bisschen, ne, dass es auch gut aussieht, das Licht anmachen, dass man direkt, wenn die dann reinkommen, dass sie da auch den richtigen Eindruck davon gewinnen können hier, ne, also immer schön. Dauert jetzt ein bisschen, okay, aber das gehört jetzt einfach dazu, ne. Aber gern. Ah, und die ersten zwei lassen wir mal aus. Ja, ja, ich komme ja schon. Wir machen irgendwie Uff. Moment, heißt das, die Tür war von innen verschlossen? Interessant. Rex Immortalis. Interessant. Der Stab, den er hält. Die Gravierung. Seit meiner Kindheit war dieser Mann mein Vorbild. Er ist dir ähnlich. Ich weinte an seiner Statue in Rom.
Mit 30 hatte er ein Reich, das sich über die bekannte Welt erstreckte. Was habe ich denn getan mit meinen 5 langen Jahrzehnten auf Erden? Gemeinsam können wir mehr erreichen als Alexander. Ja. Wie lange noch, bis die Königin aufhört, Caesar zu beeindrucken und bei uns beginnt? Unsere Bedürfnisse sind die ihren. Sie wird liefern. Wir werden sehen. Mein Caesar, unsere Boten wurden bei der südlichen Garnison von Alexandria festgenommen. Die Soldaten haben von einem feindlichen Umfeld berichtet. Festgenommen? Das nennt er Diplomatie? Ich werde meine Wache schicken. Griechische Soldaten passieren die Stadt leichter als Römer. Lasst uns die Sache erledigen, meine Königin. Flavius, komm. Sieh nur. Wir haben den großen König gefunden. Der große König, Alexander der Große. Ja, ja. Es mit der gesamten Garnison aufzunehmen, wird nicht leicht. Vielleicht muss das auch gar nicht sein. Ein wohlüberlegter Mord und ein schattenhaftes Auftreten werden besser funktionieren. Wenn du es mit ihnen aufnimmst, wäre ich gern an deiner Seite. Ich lenke die Garnison mit einer Prügelei ab. Eine gute Idee. Ich werde die Boten holen. Ja, wollen wir mal schauen, oder? Allerdings, ja, gucken wir auf die Uhr, ne? Wir machen das dann in der nächsten Folge. Also ein ganz schnelles Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Oh!